Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Blickpunkt-Ausgabe. Wir begrüßen Sie heute aus der 30 Jahre jungen Stadt Rödental. Hier gab es in den letzten Wochen und Monaten einige interessante Neuigkeiten und über die wollen wir Sie in der nächsten ungefähr halben Stunde informieren. Begleiten wird uns heute durch die Stadt der Bürgermeister höchstpersönlich. Ich begrüße hier bei uns Markus Steiner. Hallo Herr Steiner, herzlich willkommen und schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, auch herzlich willkommen in Rödental. Neues Rathaus, neuer Sportplatz und noch ein neues Logo. Das sind die Neuigkeiten, über die wir heute berichten wollen. Wir stehen hier im neuen Foyer des Rathauses. Da ist einiges passiert. Was haben Sie denn da hier an Umbaumaßnahmen hinter sich gebracht? Ja, das Hauptthema war die Barrierefreiheit von Rathaus und Rathaussaal. Und mit dem Einbau unseres Aufzuges haben wir es wirklich geschafft, jetzt für jeden Bürger und Bürgerinnen und Bürger auch in Rödental die Möglichkeit zu schaffen, das Rathaus komplett auch zu besuchen und natürlich auch die Veranstaltungen im Rathaussaal. Ist sonst noch hier irgendwas passiert an Umbaumaßnahmen? Ja, natürlich energetische Sanierung und die meisten Veränderungen haben sich wirklich hier im Foyer ergeben. Das ist jetzt einfach viel besser nutzbar. Wir können es auch separat für eigene Veranstaltungen machen und auch bei Veranstaltungen im Rathaussaal ist es möglich, hier viel besser die Bewertung und alles dann abzuwickeln. Wir können den Außenplatz mit bespielen, wie es so schön heißt, auch mitnutzen und das ist wirklich ein toller Zugewinn. Schließlich ist auch der Eingangsbereich vom Rathaus erneuert worden, sodass jetzt auch die Information zeitgemäß ist und die Bürger auch hier das Thema Bürgerfreundlichkeit bei uns besser verspüren können. Ich kann mir vorstellen, dass sich hier in diesem schönen Saal nicht nur städtische Veranstaltungen gut durchführen lassen. Gibt es vielleicht auch Planungen, hier mal Konzerte bzw. kulturelle Veranstaltungen auch anzubieten? Ja, es gibt schon zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und insbesondere auch von unseren Vereinen wird der Rathaussaal seit der Sanierung sehr genutzt. Jubiläumsfeiern, aber auch sonstige Veranstaltungen, Theatervorführungen. Wir hatten ein schönes Projekt mit Kindergarten und der AWO, die hier gemeinsam was auf die Bühne gestellt haben. Und ich bin sehr zufrieden damit, wie oft der Rathaussaal jetzt wirklich nach der Sanierung genutzt wird. Es gibt nicht nur das an Neuigkeiten, es gibt auch ein völlig nickelnagelneues Logo. Was zeigt das Logo und was steckt an Idee dahinter? Ja, das Logo zeigt insbesondere Schloss Rosenau und resultiert aber auch ein Stück weit aus unserem alten bisherigen Logo, was die Gestaltung Berge, Fluss betrifft. Und der neue Slogan, die Prinz-Albert-Stadt, ist natürlich auch eine große Veränderung nochmal gewesen. Jetzt weiß man natürlich, Neuerungen bedeuten auch bei manchen Bürgern gewisse Schwierigkeiten, sich anzupassen. Ich formuliere es mal so. Gab es denn sowas auch oder sind alle hellauf begeistert von dem neuen Logo? Nein, es gab, wie denke ich, bei jedem Logo auch Diskussionen und da war auch nicht jeder gleich begeistert. Den Diskussionen haben wir uns gestellt und wir haben auch im Stadtrat längere Zeit kontrovers diskutiert. Es ist aber so, wir wollten einfach auch schauen, was präsentiert jetzt die Stadt Rödental, wie wollen wir uns auch für die Zukunft aufstellen und das Thema Kultur und dann auch Tourismus war uns da extrem wichtig, dass wir das mit reinbringen und das gelingt mit dem neuen Logo schon ganz gut. Wir haben gerade schon über ganz, ganz viel Neues gesprochen. Das Jahr 2018 ist ja wirklich eine ganz herausragende Zeit für Rödental. Es mutet fast so etwas wie ein bisschen eine Aufbruchsstimmung an. Wer oder was hat die denn ausgelöst? Ja, schön, wenn es so wahrgenommen wird als Aufbruchsstimmung. Tatsächlich ist es einfach so, dass wir jetzt in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Stadtrat viele Projekte begonnen haben zu planen, dann die Finanzierung sichergestellt und dann auch umgesetzt. Und tatsächlich ist es in diesem Frühjahr jetzt so gewesen, dass wir viele Projekte abschließen konnten. Und dazu gehört eben das Rathaus, der Rathaussaal, genauso wie die Sportanlage, das neue Logo, aber auch noch der Fritz-Anke-Kindergarten, den wir auch einweihen konnten, sodass vieles jetzt hier zeitgleich gelaufen ist. Aber wir haben auch noch weitere Ideen für die Zukunft. Sie haben sie gerade schon angesprochen, die neue Sportanlage, über die unterhalten wir uns auch gleich noch. Aber zunächst zeigen wir Ihnen noch einen Beitrag, liebe Zuschauer. Da geht es auch um Baumaßnahmen. Davon profitieren Rödentaler Schüler und Lehrer. Wo und was da genau gebaut wird, davon berichtet Ihnen mein Kollege Dominik Nowotny. Seit seinem Amtsantritt im Jahre 2014 war es Bürgermeister Markus Steiner eine Herzensangelegenheit, die Sanierung der Rödentaler Schulen auf den Weg zu bringen. Auch der Stadtrat zeigte sich überzeugt, der für die Planungskosten nahezu 1 Million Euro zur Verfügung stellte, von denen rund 550.000 Euro auf die Generalsanierung der Mittelschule Özlau entfallen.
Mit Gesamtkosten in Höhe von 6,8 Millionen Euro ist die Generalsanierung das bislang größte Hochbauprojekt der Stadt Rödental, so der Bürgermeister. Die voraussichtliche Förderung beziffert er auf rund 5 Millionen Euro, den städtischen Eigenanteil auf knapp 1,9 Millionen. Besonders lobte er die umfassende Beratung durch die Regierung von Oberfranken sowie die exzellente Zusammenarbeit mit den ausführenden Architekturbüros GATZ und Archiviva. Wir mussten hier sanieren, um die Barrierefreiheit zu erreichen. Und auch energetisch waren einige Punkte hier, die dringend angegriffen werden mussten. Ebenso Dachwandthema, Undichtigkeiten, auch die Dachfläche war nicht mehr in dem Zustand, wie wir sie lassen konnten in Zukunft. Und da haben wir gesagt, okay, dann tun wir sie gleich ganz sanieren, die Schule. Als erstes wurde nun der einstige Neubau der Mittelschule Rödental-Oeslau, der 1962 errichtet wurde, in Angriff genommen. Folglich ist das Unterrichten und das Lernen in diesem Gebäude nicht mehr möglich. So findet der Unterricht jetzt in der nur wenige hundert Meter entfernten ehemaligen Betriebsstätte der Firma Living Glass statt. Nach Vorstellungen der Stadt soll diese Interimslösung 1,5 Jahre dauern. Die Sanierungsarbeiten sollen bereits zum Schuljahresbeginn 2019/2020 abgeschlossen sein. Zunächst war angedacht, die neuen Klassen mit 180 Schülern im 1952 errichteten Altbau zu unterrichten. Diese Idee wurde aber wegen organisatorischer Bedenken der Schulleitung letztlich ebenso verworfen wie die ins Spiel gebrachte Containervariante. So lernen die Schüler nun in den Räumen der Notunterkunft. Die vorhandenen Raumkapazitäten sind Steiner zufolge ausreichend. Gleichwohl werde es für die Lehrer und Schüler nicht nur kuschelig, sondern auch Einschränkungen beim experimentellen Unterricht in den Fächern Physik und Chemie geben. Nachhaltigkeit steht im Vordergrund der Sanierung. Das Gebäude wird energetisch verbessert und die alten Leitungen in den Wänden werden erneuert. Ein Highlight wird unter anderem die neu gestaltete Aula mit Bühne und technischem Equipment. Wichtigste Ansatzpunkte sind natürlich eine Abstimmung der Klassenräume, der Räumlichkeiten auf die neueren, modernen Unterrichtsmethoden. Die Schule war früher vertikal erschlossen durch Treppenhäuser. Jetzt werden wir zusätzliche Gänge einbauen, um die Klassenzimmer auch horizontal zu erschließen und somit nutzbar zu machen. Wir haben die Fachräume zusammengelegt. Hier hatten wir jetzt links in dem Gebäude einen EDV-Raum, hier rechts hatten wir einen Serverraum. Das legen wir jetzt alles zentral zusammen und das erleichtert auch den Unterricht gerade in dieser Sparte enorm. Als wir Physikunterricht hatten, ja, da war noch die Flamme am Arbeitstisch und der Wasserhahn. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist vor allem beim Lehrer. Diese Räume werden definitiv angepasst. Die Schulküche wird renoviert, ist ein Wunsch des Personals seit 20 Jahren. Nachmittagsbetreuung, Ganztagesschule ist ein Thema, wo immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und dementsprechend werden wir alle Räume anordnen und gestalten. So wird der Schulstandort Rödental-Oeslau auch zukünftig mit seinen Grundpfeilern Ganztags- und Mittlere Reifezug gesichert. Man freut sich schon jetzt auf den Einzug in ein energetisch und zweckmäßig saniertes Gebäude, das den Herausforderungen der Digitalisierung Rechnung trägt. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Schulen in Einberg und Mönchröden folgen. Also Kindergarten sind wir fertig. Da haben wir jetzt den letzten eingeweiht vor 4 Wochen. Den Fritz-Anke-Kindergarten, da sind wir durch. Kinderkrippenplätze haben wir genügend. Wenn die Schule jetzt hier saniert ist, werden wir in der Schule Einberg weitermachen. Die Planungen sind schon bis zur Leistungsphase 4 fortgeschritten. Also wir stehen in den Startlöchern. Wir müssen nur eins nach dem anderen sanieren, weil es sonst ein bisschen viel wird für so eine kleine Stadt. Aber das ist definitiv angedacht und die Schule Mönchröden ist auch in der Planung und dann haben wir alle Schulen durch. Mit ihrem bisher größten Hochbauprojekt wird die Stadt Rödental die Bildungslandschaft im Coburger Land weiter stärken. Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche, nicht. Neue Rutsche, nicht. Neue Räume, nicht. Ich träume, nicht. Doch, mach ich einfach, nicht. Brauch ich aber. Entscheiden ist einfach, nicht. Doch, weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee, warme Brötchen und meine Zeitung. Das Leben kann so schön sein. Und wenn es mal wieder anders läuft? Dann will ich trotzdem meine Zeitung lesen. Und zwar wann ich will und wo ich will. Denn meistens bin ich eh zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Büro, am Strand oder einfach in der Badewanne. Dank dem neuen E-Paper der Neuen Presse
muss ich mir darüber keinen Kopf mehr machen. Egal ob zu Hause am PC oder als App auf iPad und Android. Ich bestimme wie, wo und wann ich meine Zeitung lese. Meine Zeitung. Wie, wo, wann ich will. Beim Fitnesstraining kann man ganz schön was falsch machen, wenn man sich nicht auskennt. Wer soll bei all diesen Übungen auch den Durchblick behalten? Aber dafür habe ich ja meinen klasse Trainer, der mir hilft, in Topform zu kommen. Wie sagt er immer? Wenn ich darauf achte, dass ich mich stabil und breit aufstelle, kann mir nichts passieren. Genau wie bei meinen Finanzen. Und bei der VR Bank erfahre ich, wie ich meine Geldanlagen in Topform bringe. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt sportlich zu. Hinter uns sehen Sie die vorhin schon erwähnte Sportanlage mit dem Kunstrasenplatz. Das ist aber nicht die einzige Erneuerung, die es hier gab. Dazu erzählt uns mehr Frank Kühn von der JFG Rödental. Herr Kühn, was gab es denn sonst hier noch für Neuerungen? Ja, also nicht nur das Kunstrasenfeld oder die Laufbahn, sondern es wurde auch im Zuge dessen gleichzeitig hier dieses Betriebsgebäude erneuert, was also auch Sinn gemacht hat. Na, das war halt auch schon in die Jahre gekommen, möchte ich mal sagen. Und es wurde halt auch für behindertengerecht umgebaut. Ne? Und die Duschen und die ganzen Geschichten wurden also noch neu gemacht. Das heißt also, man hat nicht nur draußen was gemacht, sondern auch drinnen. Und das war also für die Vereine mit Sicherheit eine ganz gute Geschichte. Es hat eine Menge Geld gekostet, rund 1 Million Euro. Das war natürlich Sache der Stadt. Aber ich habe gehört, es gab hier eine ganz tolle Spendenaktion, wo auch die Vereine ordentlich mitgemischt haben. Können Sie uns mal erzählen, was es da ging? Das war eine gute Idee von der Stadt, muss man sagen. Das war eine Internetgeschichte. Man darf sich das vorstellen, da war quasi... Auf seinem Bildschirm hatte man ein Fußballfeld vor sich, ne, mit einzelnen Feldern. Und man konnte praktisch die Patenschaft für einen Quadratmeter übernehmen. Ein Quadratmeter waren, glaube ich, um die 15 Euro. Und dann gab es halt noch so spezielle Sachen wie den Mittelkreis oder die Eckfahne oder den Strafstoßpunkt, die halt ein bisschen mehr gekostet haben. Und die Aktion ist, denke ich, also auch richtig gut angenommen worden. Es waren also Firmen dabei, die da größere Beträge auch Patenschaft genommen haben, ne? Oder auch Einzelpersonen, und natürlich haben sich die Vereine, die ja auch Nutznießer davon sind, die haben also auch da hier bei dieser Aktion sehr mitgewirkt. Also es war summa summarum, ich glaube, so um die 30.000 sind da zusammengekommen. Ne? Und das ist halt Geld, was du halt für Sachen dann verwenden kannst, die halt außenrum gebraucht werden, wie für die Platzpflege und solche Geschichten. Ne? Aber muss man sagen, also es war eine gute Aktion. Spannende Geschichte. Mhm. Jetzt ist natürlich ganz wichtig zu fragen, wer darf denn diese schicke neue Anlage alles nutzen? Also erst einmal hauptsächlich natürlich die Schulen, wobei man ja sagen muss, also der Schulsport hat die ganzen Jahre eigentlich drunter gelitten, weil wir hatten ja also wirklich eine Laufbahn, sage ich einmal, die auch schon seit Jahren gesperrt war, und deswegen sind die Schulen und was Hauptnutzer dann auch noch die Leichtathleten, die sind dann meistens nach Neustadt ausgewichen für irgendwelche Events, sage ich jetzt einmal, ne? Und natürlich auch die Fußballer, weil das ist ein Platz, den kannst du ja das ganze Jahr dann bespielen. Dann hoffe ich, dass sich die Sportler hier auf dem Platz wohlfühlen und heimisch vor allem. Ja, also ich denke, ich bin ja fast jeden Tag hier unten. Also auf jeden Fall, Leichtathleten sind wieder verstärkt da, muss man ganz ehrlich sagen. Auch die Schulen nutzen es früh. Und wenn ich jetzt an das letzte Winterhalbjahr denke, also da war der Platz, ich sag mal, fast zu 100% ausgenutzt. Also es war wirklich eine feine Geschichte. Wunderbar, vielen Dank, Herr Kühn. Wir kommen jetzt zum zweiten Beitrag, liebe Zuschauer. Und auch da geht es um Neuheiten. Allerdings solche, die eher im Verborgenen entstehen. Die Firma Casa Castello ist vielleicht international bekannter als hier in Rödental. Lassen Sie sich überraschen. Dass Erfindergeist gepaart mit innovativen Werkstoffen weit über die Grenzen des Coburger Landes hinausstrahlen kann, das beweist Peter Mechthold. Seine Firmen Casa Castello, Relax Your Life und Space Founder mit Sitz in Rödental sind Europa und weltweit ein Begriff. Dabei hat alles klein angefangen. Peter Mechthold hat Raumausstatter bei Möbel Schulze gelernt. Danach wechselte er zur Fachhochschule Coburg und legte 1991 die Meisterprüfung im Raumausstatterhandwerk ab. Dort avancierte er schnell zum Leiter der Werkstätten des Fachbereichs Innenarchitektur. 1997 wagte er den Weg in die Selbstständigkeit und gründete in seiner Rödentaler Garage das Unternehmen Peters Werkstatt.
aus dem mit dem späteren Umzug nach Mönchröden Casa Castello wurde. Ja, auf dem Gelände passiert eigentlich viel. Casa Castello ist die Raumausstattung, wo wir unsere Kunden mit kompletter Einrichtung bedienen. Auf der zweiten Seite haben wir aber auch die Firma Relax Your Life, wo wir eine Möbelfertigung haben und hier eben ganz individuelle Möbelstücke herstellen. Als drittes wollen wir noch ergänzen die Firma Space Founder. Das ist unser nächstes Liebeskind, wo wir auch alle Energie reinstecken, dass das auch praktisch noch groß wird und zum Laufen kommt. Unter dem Label Casa Castello machte man sich überregional mit individuellen Licht- und Akustikspanndecken schnell einen Namen. Bei der hiesigen Bevölkerung ist das hauseigene Fachgeschäft für Innenausstattung und Accessoires sehr beliebt. Ja, Casa Castello macht eigentlich alles von Fußboden bis zur Decke. Ein großer Zweig ist eben dabei auch Spanndecken und Lichtdecken und Akustikdecken. Die machen wir natürlich nicht nur regional, sondern machen wir sehr viel auch überregional. Auch sehr große Objekte bedienen wir da auch. Ansonsten regional arbeiten wir sehr gerne mit Privatkunden zusammen, wo wir eben Wände, Fußböden, die Decken, die Möbel dazu. Natürlich kommen davor einen Plan und eine Skizze und eine Materialvorstellung und dann fangen wir eben an. Zu der Einrichtung selbst gehören natürlich immer noch die Accessoires. Das heißt, wir stellen natürlich auch gerne die Einrichtung innen drin, aber auch die schönen Dinge dazu noch her und stellen wir zur Verfügung. Und da ist eben der Laden dazu da. Das heißt, wir stellen im Laden die ganzen Muster für die Einrichtung, aber auch das, was man gerne noch dazu stellt. In Peter Mechtolds Zeit an der Fachhochschule Coburg fiel auch ein Projekt, bei dem mit Schaumstoff und dessen Beschichtung experimentiert wurde. Ein Erlebnis, das Früchte trug. Das zweite unternehmerische Standbein Relax Your Life war geboren. Möbel in höchster Formflexibilität aus beschichtetem Kunststoff bestechen durch ihr Design und ihre Haltbarkeit und sind der Augenfang Indoor sowie Outdoor. Das hat auch die Meierwerft in Papenburg erkannt und umgehend in Rödental die Möblierung für die Norwegian Joy, einem internationalen Kreuzfahrtschiff speziell für den asiatischen Raum, geordert. Bei den Möbeln ist es so, dass wir eigentlich das Lounge-Möbel machen für den Außenbereich, natürlich auch für den Innenbereich, aber so, dass wir die Möbel eigentlich das ganze Jahr im Außenbereich stehen lassen können. Der Kunde kann neben unserer Kollektion, die wir haben, natürlich auch seine eigenen Wünsche verwirklichen lassen. Wir kümmern uns da ganz individuell dazu. Er kann auch seine Farben, seine Größe, alles was er möchte, kann er eigentlich, also stellen wir eigentlich her. Das Schöne dabei ist, alles ist weich. Das heißt also, wir brauchen keine Kissen, keine Sorgensachen mehr, sondern die Lounge ist eigentlich, wie sie kommt, dann kuschelig weich und fertig. Wir haben eigentlich tatsächlich innen drin einen Polsterschaum, einen handelsüblichen Polsterschaum, aber darüber legen wir dann eine mehrschichtige Beschichtung in verschiedenen Stärken. Und das Know-how, diese Beschichtung eben weich zu bekommen, weich zu lassen und dass sie praktisch hält, das ist eben das kleine Geheimnis von uns. Doch Mechtolds Innovationsdrang ist bei langem noch nicht gebändigt. Mit dem Projekt Space Founder entwickelt er aktuell Leichtbau-Designgebäude aus einer formstabilen Außenhülle mit hoher Energieeffizienz. Die Bauten heben sich nicht nur optisch von der herkömmlichen Bauweise ab. Mehr Raum, höhere Flexibilität bei der Standortwahl und individuelle Raumgestaltung sind nur einige Merkmale. Wir haben ja die weiche Beschichtung zum einen und wir machen natürlich auch feste Beschichtungen. Und unsere feste Beschichtung kann wesentlich mehr als nur Möbel herzustellen. Das haben wir prüfen lassen, da haben wir gesagt, was kann das Material alles tun, was können wir damit machen. Und jetzt wollen wir nicht nur die Räume innen ausstatten, sondern wir wollen die Räume auch entstehen lassen. Und das machen wir eben mit unseren Häusern. Das wird dann Space Founder heißen. Hier haben wir vier verschiedene Modelle, die wir ausarbeiten und dann auch herstellen wollen. Das Gute dabei ist, wir sind energieeffizient, sehr energieeffizient. Wir sind aber auch sehr leicht in der Bauart her. Und wir können temporär arbeiten. Das heißt, nicht nur fest einen Fleck hinstellen und das war's dann, sondern wir könnten auch, wenn es der Kunde möchte, das ganze Teil wieder abbauen und könnte an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.
Peter Mechthold setzt auch in Zukunft auf den Standort Rödental, auch wenn die aktuelle Produktionsstätte schon wieder aus allen Nähten platzt und dringend Bedarf nach größeren Räumlichkeiten besteht. Er bietet Ausbildungsplätze an und sucht Fachkräfte für die Produktion. Zum einen ist es natürlich da, wo ich herkomme. Da verbindet man sowieso immer eine Enge dazu. Aber ich finde, Rödental oder auch das Kobacher Land hat sehr viel Potenzial. Wir haben eine sehr gute Anbindung an Straßennetz. Wir haben auch Platz, wo man sich erweitern kann. Und wir haben auch die Leute, die das mitmachen. Das heißt, also man muss natürlich auch sagen, wenn ich überall Grenzen habe und überall nur Einwände habe, da kommen wir auch nicht weiter. Und wenn wir halt Leute an der Seite haben, die gemeinsam mit nach vorne gehen wollen, ist es natürlich doppelt gut. Ja, natürlich ist es so, dass alles bei uns selbst hergestellt wird. Also hier können wir sagen, made in Germany, made in Rödental. Das ist unser einziger Fertigungsplatz, wo wir eben haben. Möchten wir auch beibehalten, natürlich vergrößern. Ich denke, wenn du alles in einer Firma herstellen kannst, kannst du gut auf Änderungen reagieren, du kannst auf Kundenwünsche reagieren, ohne dass man wieder gebunden ist und der eine oder andere hat das nicht. Nein, wir machen alles selbst und der Kunde kann sich natürlich auch selbstverständlich auch überzeugen davon. Der ist gerne eingeladen. Sicherlich werden wir noch einige Innovationen aus dem Hause Casa Castello erwarten dürfen. Das Coburger Land kann stolz auf seinen Erfindergeist Peter Mechthold sein. Die Firma Casa Castello findet man im Übrigen am Ortsausgang von Münchröden Richtung Neustadt, direkt unterhalb der B4. Und dort an der Ortsdurchfahrtsstraße gibt es noch eine Neuerung optischer Art. Da gab es ein altes Fabrikgelände, das ein richtiger Schandfleck in Rödental war. Und der ist jetzt verschwunden. Herr Steiner, vor kurzem hätten wir hier wahrscheinlich noch keine Dreharbeiten durchgeführt. Jetzt ist dieser Schandfleck verschwunden. Wo ist er denn geblieben? Ja, das ehemalige Fabrikgebäude wurde abgerissen und da sind wir sehr froh und dankbar, dass ein Investor jetzt wirklich diesen Schritt mitgegangen ist, das Grundstück erworben hat und dann den Abbruch durchgeführt. Was wird denn jetzt hier in Zukunft passieren mit diesem Gelände? Ja, das Gelände wurde von uns über eine Bauleitplanung so vorbereitet, dass dort auch wieder gewerblich was nutzbar ist und entstehen kann. Insbesondere Thema Büronutzung oder aber auch einfache Fabrikation ist dort dann in Zukunft möglich. Und wir hoffen und gehen auch davon aus, dass irgendwann entsprechend auch hier eine Entwicklung stattfinden wird. Also insgesamt unterm Strich ist, glaube ich, der Rödentaler Bürgermeister momentan sehr zufrieden mit seiner Situation, oder? Tatsächlich ist es so. Ich bin sehr zufrieden. Die letzten Jahre hat sich Rödental, denke ich, positiv weiterentwickelt, wie auch die Jahre zuvor schon. Und wir haben noch viele Ideen auch für die Zukunft und hoffen, dass uns das auch gelingt, es so fortzusetzen. Da hake ich doch gleich mal ein. Ideen kosten immer ein bisschen Geld. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass eine gute Fee ganz viel davon zur Verfügung stellt. Welche drei Wünsche würden Sie denn äußern? Ja, das größte Thema von uns sind tatsächlich zurzeit die Schulsanierungen. Und wenn wir die Mittelschule gut abschließen können und dann unsere Grundschulen in Einberg und Mönchröden noch saniert haben, dann glaube ich, haben wir einen ganz großen Erfolg schon erzielen können für die Stadt. Das wird sicher einige Jahre in Anspruch nehmen, aber da arbeiten wir hin. Es gibt aber auch andere Wünsche, die wir auch nochmal kurzfristiger umsetzen wollen. Thema integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept haben wir aufgestellt. Und da ist ein großer Punkt auch die Freiflächen- und Freiraumgestaltung, Grüngestaltung innerorts. Wir haben im zentralen Özlau relativ wenig Möglichkeiten aktuell für unsere Kinder und Jugendlichen, sich aufzuhalten oder für die ganzen Familien, muss man besser sagen, auch bis hin zu den Senioren. Da wollen wir ansetzen und wirklich kurzfristig auch einen schönen Platz und Freiraum schaffen, um das Ganze auch wieder attraktiver noch zu machen. Und dann gibt es sicher noch viele kleinere Projekte. Eins, das mir ganz gut gefallen würde, wenn wir das kurzfristig umsetzen könnten, wäre Thema Wohnmobilstellplatz im Bereich unseres Festplatzes in Özlau, weil das auch zu dem ganzen Bild Tourismus und Vermarktung der Stadt Rödental ganz gut passen würde und meiner Meinung nach gut angenommen werden würde. Das glaube ich. Campingfans gibt es ja viele. Dann drücken wir die Daumen, dass diese Wünsche auch möglichst bald in Erfüllung gehen. Und dann sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Gastfreundschaft. Wir kommen gerne wieder. Ich bedanke mich auch recht herzlich für das angenehme Interview und für den Beitrag über Rödental.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir sehen uns im Oktober wieder zur Herbstausgabe vom Blickpunkt Coburger Land. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Wenn Sie die ein oder andere Blickpunkt-Sendung durchstöbern möchten, dann können Sie das natürlich tun auf der Mediathek unter www.region-coburg.tv oder auf der Internetseite des Landkreises. Viel Spaß beim Stöbern und bis bald.